damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt, das extrem laut ist, weswegen ich jetzt gerade mal die Musik ein bisschen runterdrehe. The Mummy Demastered. Alter, ist das laut, das sage ich euch. Das Spiel erschien am 24. Oktober. Prodigium-Agenten sind eine seltene Sorte. Trainiert, um Situationen zu identifizieren und darauf zu reagieren. Die Welt, ach meine Güte, macht das doch alles wieder so schnell. Es ist ja echt zum Kotzen. Welches am 24. Oktober 2017 erschienen ist, ist es ein Metroidvania-Stil und basiert auf dem Film Die Mumie. What? Ja, es soll auf dem Film Die Mumie basieren. Und ist halt auch von den Machern von Shantae. Und wie gesagt, es orientiert sich ein bisschen an Metroid. Und ja. Agent, wir haben vor einigen Stunden Kontakt mit unserem Bodenteam verloren. Aufgrund eines sich entwickelnden Situationen an anderer Stelle wirst du alleine gehen müssen, um Anzeichen und Störungen zu untersuchen und den Kontakt mit dem Bodenteam wiederherzustellen. Dies ist ein Bereich von großer Bedeutung und es müssen Maßnahmen unternommen werden, um seine Sicherheit um jeden Preis zu erhalten. Viel Glück. So, wir können mit B springen, mit Y schießen, mit A rollen wir uns. Mit X können wir nichts. Waffe wechsel mit ZL. Ne, hier haben wir auch nichts. L haben wir nichts. R haben wir nichts. R auch, Waffe wechsel. Okay, gut. Also, es ist ein Spiel im Stile von Metroid. Und ich finde das eigentlich ganz cool. Mal gucken, was wir hier so alles bekommen. Frühere Berichte von unseren Agenten deuten auf die Anwesenheit von unnatürlichen Lebensformen in den Höhlen hin. Kann vorteilhaft sein, solche Wesen zu zerstören, bis wir verstehen, was mit dem Bodenteam passiert ist. Wenn die Ziele nicht erreichbar sind, kannst du deine Schüsse durch Drücken von und Halten von ZL und R fokussieren, sodass du deine Waffe in jede Richtung zielen kannst. Ah. Gut. Also dieses Spiel erschien nicht nur für Steam und manche anderen Konsolen, sondern auch für die Nintendo Switch. Kostet 19,99 im Nintendo eShop. Agent, es könnte Vorsprünge in den Höhlen geben, durch die du durchfallen kannst. Vollständiges Verständnis deiner Umgebung ist ein wichtiger Teil jeder Mission. Ducke dich und drücke B, um durch diese Plattform zu fallen. Ebenso kannst du durch sie nach oben springen. Ah. Okay. Agent. Ja, das hatten wir schon. Also es wird hier getriggert. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. So. Ich habe mir auch schon einige Reviews dazu angeguckt, beziehungsweise Berichte auch gerade auf Steam. Und dort wird davon gesprochen, dass dieses Spiel extrem schwer sei und man lieber sterben sollte oder beziehungsweise sich auf das Speichern verlassen, als darauf hier Energie zu sammeln. Aber meine Güte, war das nicht bei Metroid genauso? Also ich kann mich jetzt gerade erst an das letzte Let's Play erinnern und dort hatten wir genau den gleichen Sachverhalt. Oh. Okay, die machen... Höhlen haben oft enge Passagen, aber wir können nicht zulassen, dass es uns abhält, unsere Agenten zu erreichen. Wenn du nicht weiterkommst, duck dich und drücke B, um zu rollen. Dies sollte dir erlauben, in kleine Räume zu quetschen, die sonst unpassierbar wären. Aber hatte ich doch auch mit A. Hm. Die lassen eh nichts fallen. Von dem her kann ich die platt machen, wie ich will. Hallo? Oh mein Gott. Alle werden sterben. Yep, okay. Schön. Nett, dass ihr auch auf mich schießt. Muss ich jetzt hier raus? Agent, bitte kommen. Agent, wenn du diese Übertragung hören kannst, ich sehe beispiellose
Lesungen über die gesamte Region. Mission abbrechen und sofort zum Droppoint zurückkehren. Wiederhole, sofort zum Droppoint zurückkehren. Okay. Zum Droppoint. Oh, schön, mit HD-Vibration. Ach, die können auch hochschießen. Das macht das Ganze natürlich taktisch nochmal ein bisschen besser. Was? Seit wann können denn Mumien springen? Das ist schon ein krasser Einschnitt. Dass diese springen können. Ich bin weg. Das ist jetzt bescheiden, muss ich sagen. Ich muss warten, bis die da fertig sind. Ich habe immer noch keine Energie. Ich habe es geschafft. Komm. Oh, das Praktische ist, ich brauche nur gedrückt halten. Auch sehr nett. Nettes Entgegenkommen. Nervt aber. Und zieht mich hoch. Zieht mich hoch. Alle Agenten müssen sich umgehend melden. Alarmstufe Rot. Derzeit im Gange. Kommandanten wurden Koordinaten erteilt und organisieren. Angriffe werden fortgesetzt. Ah! Dies ist der Grund, warum Prodigium existiert. Wir sind die einzige Verteidigungslinie gegen das Böse. Wir haben für diesen Moment geplant und trainieren. Und wir werden siegen. Agenten sind berechtigt, alle Monster zu zerstören, denen sie begegnen und alle alten Reliquien zu nutzen, die vor Ort gesichert werden können. Könnte der Unterschied... Dann, dass noch viel Spiel steht, sollten wir scheitern. Viel Glück. Danke. Dass sie den Text immer so schnell machen, nur damit es mit der Musik passt, oder? Ist schon ein bisschen störend, oder? So, als allererstes gucken wir mal, haben wir hier irgendwelche Optionen. Nö, warum auch? Ja, die Raben explodieren. Genau. Explodierende Raben macht mir schon mal Angst. Und ihr seht unten auch schon die Karte, die ein bisschen an Metroid erinnert. Gut von dir zu hören, Agent. Ich vertraue darauf, dass du dieses Terminal mit wenig Mühe finden konntest. Dies ist ein Speicherraum. Du kannst die Missionen hier zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen und wir können es verwenden, um deine Fortschritte zu verfolgen, falls du umkommst. Mehrere Prodigum-Techs landeten vor dir und sollten in der Nähe sein. Wir haben Ausrüstung, die während der Mission äußerst nützlich sein wird und notwendig, wenn wir eine Chance gegen Amanets Macht haben wollen. Such nach diesen Techs, wenn du dich in der Gegend auskennst. Ich werde dich vom Prodigium-Hauptquartier überwachen und dich mit relevanten Informationen kontaktieren. Behalte einen klaren Kopf. Einen Doppelsprung habe ich nicht, aber egal. Wir können speichern. Spiel gespeichert. So, haben wir jetzt hier die Karte. Okay. Wir haben 1% des Spiels schon geschafft. Yay! Ratten? Ernsthaft? Ich hasse Ratten. So. Schön, dass man die zerstören kann. Mann! Warum eigentlich immer bei einem Let's Play muss ich niesen und sonst nie? Habe ich eine Allergie gegen Let's Plays? Verschwinde. Nö. Nö. Nö, nö, nö.
Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Alter. Geh kaputt. Ist schon ein bisschen nervig. So schnell, wie die da auftauchen. Also wenn das keine Andeutung ist an Metroid, dann weiß ich es auch nicht. Aber okay, gut. Also die roten Kügelchen sind schon mal Energie. Ja, immer schön da durchfliegen. Muss sich ja auch lohnen. Da komme ich wahrscheinlich rechts noch nicht lang. Da haben wir einen Speicherpunkt. Ja gut, wenn wir schon hier sind, dann nehmen wir den gleich mit. Kann man ja immer mal machen. Aber wir haben mal wieder ein Metroidvania-Spiel. Ich meine, wir hatten Former 8, wir hatten... Klar, Metroid Samus Returns. Und jetzt das nächste. Das macht doch Hoffnung darauf, dass wirklich dieses Genre nicht ausgestorben ist, sondern weiterlebt. Und das wird es, denke ich mal, auch immer. Wow. Das bricht zusammen. Hatte ich richtig gesehen. Ledermäuse. Haben wir es jetzt hier mit der Mumie zu tun oder Dracula? Gute Frage. Ihr könnt mir ja mal sagen, ich habe den neuesten Mumienfilm nicht gesehen. Inwieweit sich dieses Spiel an dem Original ausrichtet. Okay. Gut, hier kann ich nicht runter. Danke, dass wir das geklärt haben. Okay, die Dinger tauchen wieder auf die Plattform. Hier hoch. Energie geben die aber nicht gerade viel, ne? Oh. Da haben wir eine Granate. Werfen mit R. Okay, jetzt wissen wir jedenfalls, wofür R ist. Und ich kann nur maximal 2 Stück tragen. Na super. So, komm. Halt. Oh, das ging schnell und einfach. Was ist das? Drücken Sie minus, um auf die Karte zuzugreifen. Umgebungskarte. Agent, ist der Techniker bei dir? Ich sehe einige seltsame Lesungen von deinem Biotracker. Verstehe. Glücklicherweise ließen sie ihre Datenprotokolle mit den topografischen Informationen, die sie gesammelt hatten, zurück. Dies wird automatisch auf deine eigene Karte hochgeladen, um dir eine Vorstellung zu geben, was vor uns liegt. Bitte verwende diese Daten, um die anderen 3 Techs sofort zu finden. Sie haben alle den Kontakt mit Protium verloren und ich befürchte das Schlimmste. Ihre letzten bekannten Orte wurden auf deiner Karte markiert. Geh sofort zu diesen Gebieten und ermittle die Bedrohungsstufe für unsere Männer. Beeil dich, Agent. Okay. Also jetzt haben wir schon mal so einen gewissen Einblick von dem ersten Teil der Karte. Schade. Wäre mal interessant gewesen, was passiert, wenn ich die Gegner angreife. So, und weg. So, wir gucken nochmal auf Minus. Und gehen jetzt hier lang. Und müssen hier zurück. Oh, verdammt. Ja, genau. Jetzt ist er weg. Unter Wasser kann ich nicht. Oh, oh. Piranha-Fische. Okay. Kann man machen? Und tschüss. Wow. Ich glaube, die Piranha-Fische sind mit Absicht da.
Ja, klar sind die mit Absicht da, aber du weißt, was ich meine. Ah, das ist Energie, die hätte ich gerne. Wunderbar. Da kann ich speichern und da kann ich durch. Oh ne, jetzt kommen ja noch welche angeflogen. Ich bin weg. Und tschüss. Und die Energie schnappe ich mir. Immer her mit der Energie. Alter. Blöde Ratte. Und Speicherpunkt merken. Rot ist Speicherpunkt. Spiel gespeichert. So. Und hier durch. Ich weiß jetzt nicht gerade, wo ich lang muss. Warte mal gucken. Darüber. Wow. Waffe wechseln mit X. Ich sehe, dass der Techniker es auch nicht geschafft hat. Gib Busam vor, die Situation könnte gefährlicher sein, als wir erwartet haben. Diese Waffe, die sie hinter sich gelassen haben, ist mächtiger als dein aktuelles Gewehr. Du bist also voll befugt, es zu benutzen, sowie alle Prodium-Waffen, die du während deiner Mission findest. Die Munition für diese Waffe ist aber nicht unbegrenzt. Balte die Munitionszähler im Auge und sammle jede Munition, die von besiegten Feinden fallen gelassen wird. War. Okay, gucken wir mal. Macht ihr gut, Kavums? Und da komme ich gar nicht lang, ne? Das ist ja jetzt ärgerlich. Wo komme ich denn dann lang? Wir gucken. Ah, das ist die Munition dafür. Schade. Munition wäre ich sehr dankbar. Aber hey, da bekommen wir sie doch schon. Den aufrüsten kann. Oh, wie komme ich denn da hoch? Ach, jetzt ernsthaft? Und hier hoch. Halt. Und durch da. Oh. Maximale Gesundheit erhöht. Also ihr kennt hier sehr viele Parallelen. Gut gemacht, Agent. Ich sehe, du hast das Gesundheitspaket gesammelt, das der Techniker für dich vorbereitete. Leider sehen wir keine anderen Lebenszeichen als deines. Wir müssen unbedingt vorangehen. Das Gesundheitspaket erhöht deine maximale Gesundheit um 100 Punkte. Du solltest in der Lage sein, mehr während der Mission zu finden, indem du sorgfältig deine Umgebung erforscht. Ich muss dir nicht sagen, dass mehr Gesundheit eine größere Überlebenschance bedeutet. Was? Echt? Mensch, danke. Blödes. Drecksding. Da komme ich, glaube ich, noch nicht lang, ne? Brauche irgendwas, um höher springen zu können. Und hier geht es jetzt oben lang, super.
So, hier lang. Jawohl. Was haben wir denn hier? Der Techniker bei dir? Sehr gut, wir müssen die Mission fortsetzen. Du hast unsere sekundären Droppoint gefunden. Ich habe mehrere Hubschrauber befohlen, für die Notfallextraktion in der Nähe zu bleiben. Wenn du schnell zu einem anderen Droppoint reisen musst, suche einen Hubschrauber und drücke A, um an Bord zu gehen. Diese Punkte sind auf deiner Karte gelb markiert. Alle drei Techniker ausgeschalten. Da alle drei Techniker ausgeschalten wurden, fürchte ich, dass die Situation weit über unserer vorhergesagten Hinaussage ist. Wir können nicht weiter zögern. Lokalisiere und zerstöre Amanet. So. Ich kann Prodigums Satellitenbildgebung verwenden, um ihren ungefähren aktuellen Standort zu lokalisieren. Ich habe diese Daten auf deine Karte hochgeladen. Abfangen und vorangehen, Agent. Also ich muss runter. Schade, dass man hier nicht sieht, wo hier die Türen sind. Wäre noch sehr empfehlenswert und der war fies. Blödes Vieh. So, Sekunde. Ne, da unten ist noch was, ne? Unten gibt es noch was zu entdecken. Und hier ist auch noch was. Das ist nicht auf der Karte eingezeichnet. Aber ein Speicherpunkt. Ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal hier den Part. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor. Haut rein. Tschüss.